Wer ist denn da wieder? Wer ist denn da? Aua, hey, du Frechdachs. Ich habe sie erwartet. Kleine, wie will die mitkommen? Über dich mir. Oh, oh, struppige, nach oben gestellter Schwanz. Kleine hat Angst. Und die hier ist ein bisschen in Aggressorstellung. Okay, okay, langsam zurückziehen, langsam zurückziehen. Ja, langsam zurückziehen. Ja, kurz nochmal zu der Katzengeschichte jetzt hier gerade. The pussy story of Bali. Ich habe festgestellt, so, okay, hier gibt es gleich Beef. Also bin ich dazwischen gegangen bei den beiden Cats. Ja. So die, sag ich mal, so Alpha-Cat, die hat mich auch so angeguckt, so, meow, so kümmere dich um deinen eigenen Scheiß mäßig. Und dann kam eine Frau von dem Ort, wo wir da sind, und meinte so, Scoopy, was machst du denn hier? Also zu dieser kleinen Katze. Und meinte dann zu mir, der ist ganz klein noch und der sollte eigentlich nicht hier sein, der gehört ganz da nach hinten. Ach, wie der wohl hierher gekommen ist. Vermutlich ist jemand hinterhergelaufen. Ja, das muss passiert sein. Na, jetzt sind wir gerade noch hier, am Morgen sind wir hier. Ja! Und jetzt sind wir da. Hm, geil. So, Palo Santo. Ja. Wenn du spirituell bist, aber auch so ein bisschen Psycho. Alter. Boah, warte. Ich habe heute Morgen hier schon Besuch in der Küche. Ich möchte nicht, dass du hier in der Küche chillst. Tja, wisst ihr Leute, ich empfinde richtig Ekel dieser Kakerlake gegenüber, aber das ist ein antrainierter Ekel. Weißt du, es gibt eigentlich gar keinen Grund. Ich meine, es ist halt ein Käfer wie jeder andere auch so. Ich versuche jetzt mal mein Ekel und meine Abneigung einfach zu beobachten und vielleicht kann ich es ja gehen lassen und überwinden. Und dieses Insekt einfach sein lassen, wie es ist, ohne es zu bewerten. Dann geht es mir damit besser. Vielleicht ihr auch, weil halt dein Ding, Alter. Aber halt nicht hier, ich tue dich dann halt raus. Ist doch viel geiler. Können wir so koexistieren irgendwie. So, jetzt wirst du mal hier rausgetragen. So, meine Kleine. Suchen wir dir mal ein neues Zuhause. Irgendwo weit weg von unserem. Ja, da wirst du es besser haben. Ganz bestimmt. Da warten neue Freunde auf dich und ganz viel leckeres Essen und es wird voll das angenehme Klima sein und du wirst richtig willkommen sein. Ja, hier so Cockroaches Welcome wird da so ein Schild stehen. Die werden sich richtig freuen, dass du da bist. So richtig feiern. Denkst du, ja Mann, endlich mal so eine fette Kakerlake bei uns. Das haben wir alle gebraucht. Das, ja, so wird es sein. Vertrau mir, Bruder. Genauso wird es sein. Ich schwöre. Ja, das sieht doch nach einem guten Platz aus für so
Hey, kannst du auf Glas klettern? Was ist mit dir falsch? Also Diggi, viel Spaß. Ah. Ja. Erkunde mal. Ich finde es schon zurecht. Aber eigentlich ist dein Zuhause da oben. Hey, übrigens sind wir hier irgendwie in so eine Gegend geraten, wo wahrscheinlich die besser betuchten Leute wohnen, weil hier sind überall so richtig schöne Häuser. Ist mega ruhig. Man sitzt auch an den Autos. Also ist hier tendenziell teurere Autos stehen und so. Es ist gated, also da ist auch so davor so Gitter und so. Als wir dann in dieser neuen Villa waren, sind wir irgendwie auf die Schnapsidee gekommen, wir könnten doch eigentlich eine Party schmeißen. Also haben wir in die, oder besser gesagt ich, in die größten Gruppen Balis mit insgesamt 45.000 Menschen diese Nachricht reingeschickt. Und was ist dann passiert?